Nehmt für Kürbisgewächse wie Gurke, Melone, Kürbis und Zucchini Töpfe, die groß genug sind. Ich würde Töpfe empfehlen, die mindestens 10x10x10 umfassen. Das macht ihr, weil diese Art der Pflanzen sehr wuchsfreudig sind. Und wenn ihr die dann zum Beispiel versucht zu pikieren und dabei ihre feinen Wurzeln beschädigt, dann können sie euch das ganz schön schnell übel nehmen. Und dann noch zwei Tipps von meinem Vater. Legt mindestens 2 bis 3 Samen in den Topf hinein, damit ihr wirklich die höchste Wahrscheinlichkeit habt, dass auch wirklich jeder Topf mit der Pflanze bestückt ist. Und dann habt ihr eventuell nochmal eine Ablenkung für Schnecken, weil hier eine Pflanze wahrscheinlich schwächer sein wird. Legt auch die Samen 24 Stunden vorher in Wasser ein oder nimmt sie auch einfach in den Mund und speichert sie ein.